Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu einem neuen First Look, zu einem neuen Projekt, wo wir die Möglichkeit haben, etwas zu spielen, was noch nicht erschienen ist. Und da spielen wir Cross of the Dutchman. Dieses Spiel wurde uns freundlicherweise von den Triangle Studios zur Verfügung gestellt. Das ist auch dasselbe Studio, das uns damals It Came from Space and Ate Our Brains gestellt hat. Vielen Dank erstmal dafür. Und das ist ein Typspiel, was ich so vorher noch nicht gespielt habe hier auf dem Channel. Und zwar ist, werdet ihr gleich sehen, was so der Spielstil ist. Prinzipiell ist dieses Spiel ein Action-Adventure und zwar basierend auf einer wahren Geschichte aus der holländischen, also das ist eine holländische Geschichte, und zwar aus der Volkslegende Pier, ich hoffe, ich werde das jetzt richtig pronouncen, Pier Gerlofs Donia. Keine Ahnung, ich habe es leider nie gelesen. Auf jeden Fall scheint das ein wichtiger Punkt in der Geschichte Holland zu sein. Und zwar spielt es im Mittelalter, oder Medieval Western Europe im Grunde genommen, in der Provinz Frisia. Um das 16. Jahrhundert rum. Und da fallen halt die Sachsen ein und wir spielen halt einen der berühmten, ja, anscheinend holländischen Helden. Und ich bin mal gespannt. So, angeblich kann man das mit einem Joypad spielen. Jetzt habe ich das mal hier so ein bisschen vorbereitet. Wir machen jetzt einfach mal ein New Game. Ich habe nur Bilder gesehen. Ich habe mich hier noch nicht gespoilert, was irgendwas passiert. Okay. Aha. Ja, 16. Jahrhundert. Frisia ist auseinandergerissen. Leider kann man es nicht in Deutsch stellen. Man kann es auf Russisch stellen, Spanisch, aber nicht auf Deutsch. Das ist sehr komisch. Several factions are trying to get hold of land. Ja, viele Fraktionen wollen das Land für sich haben quasi, beanspruchen es. Und ganz normale Frisian-Leute, wie die Donia-Familie, wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Kann ich verstehen. Ja, man will gerade zu der Zeit, auch heute will man einfach nur sein glückliches Leben leben. Es ist sehr schön gezeichnet, wie ich finde. Es ist schon, hat man sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Und ich glaube, wir spielen den Vater, ne? Also schaue ich mal, ob ich hier... Puh, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe jetzt einen ziemlichen Appetit. Okay, press to continue. Ah, gut, okay, ich kann wirklich den Controller benutzen. Ich hoffe, Rins hat was Gutes vorbereitet. Okay, ja, wir sind also... Wie ihr seht, das ist so ein Action-Adventure-Dropdown. Ja gut, Dropdown ist es nicht ganz, aber es ist halt so... Oh, hallo mein Schatz, hast du alles vorbereitet? Hast du die Felder vorbereitet für die Wachstums-War-Growing-Season? Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alles übersetzen, weil das ist mir auch wirklich zu anstrengend. Also ich hoffe, ihr seid das Englischen mächtig. Demnach werde ich mir das jetzt hier nur durchlesen. Mhm. Ah, sie hat noch nichts zu essen vorbereitet, das ist schade. Aber kann ich dir als guter Mann irgendwie helfen? Ja, natürlich kannst du es. Kein Fisch und kein Fleisch, Woman! Was ist hier los? Ja gut. Das könnte ich sein. So, weißt du, der Bart und so. Und dann so, wow, muss ich wirklich? Kannst du nicht die Kinder schicken? Ah, ja. Okay, wir müssen halt jetzt Gemüse einsammeln. Minimap, what on earth are you talking about im 16. Jahrhundert? Ja, das ist schon mal die vierte Wall durchbrochen. Wer Deadpool kennt, wird einem das sagen. Gut, also Gemüse. Hier ist Gemüse. So, Interact mit... Oh Gott, Interact mit Y, das ist oben. Muss man den Leuten sagen. Kann man hier irgendwie... Ich drücke jetzt hier ganz irgendwelche Knöpfe. Nee, ist aber mit viel Liebe zum Detail. Und hat denselben... Jetzt, wo ich erinnere mich, das hat ungefähr denselben Sichtweise wie auch It Came from Space. Da sind sie sich treu geblieben. Ich kann da mit dem rechten Stick hier nichts irgendwie ändern. Also die Kamera oder ähnliches. Aber, oh, die Kinder, sie trollen. Naja, sie tollen durch die Gegend. Sie trollen wahrscheinlich auch, den Vater aber. Sie tollen durch die Gegend. Aber sind ein schönes Paar Farmer. Und wollen unseren leckeren Fleisch und Fisch. So, hier hast du deine Gemüse, die den Bizeps schrumpfen lässt. Oh, danke schön. Okay, you forgot to bring the carrots. Ja, wir haben die Möhren vergessen. Ach ja, natürlich. You're kidding me, right? Off you go. Ach, die Möhren. Ja, wir sind auch selber schuld, wenn wir die Möhren vergessen.
So, es spielt sich relativ, es spielt sich schön flüssig. Ich kann hier jetzt nicht interacten. Wie komme ich jetzt hier rum? Gather other vegetables. Okay, also muss ich wohl... Gott, wie soll ich denn jetzt hier? Ich habe bestimmt wieder nicht aufgepasst. Die haben mir bestimmt... Die haben mir bestimmt gesagt, wie ich denke... Ah ja, hier. Wie ich da hinkomme. Ja, schade ist, dass man hier nicht drüber springen kann. Aber es wird bestimmt irgendwelche spielmechanischen Gründe haben, warum ich das nicht tue. Warte mal, hier ist doch ein ganzes Schwein. Warum kann ich das nicht essen? Warum muss ich denn jetzt hier Gemüse sammeln? Oh. Das erinnert mich so ein bisschen an Pokémon. Dass man... ihr habt da bestimmt alle schon mal Pokémon gespielt. Dass man quasi nicht durch Büsche könnte. Das habe ich jetzt gerade... Da seid ihr, ihr dummen Karotten. Ah, fühlt sich wie ein... Botenjunge. Kann ich mal... Oh, oh, was ist das? Wer seid ihr? Gib uns all dein Geld, oder wir werden dein Leben nehmen. Was zum Teufel? Was wollt ihr auf meinem Grundstück? Ja, du kriegst jetzt kein Geld. Jawohl, zeig ihm mal die Faust eines Bauern. Okay, wie hau ich? Wie hau ich? Ah, Quick Attack, grün, okay. Zack, links, rechts, Weihe. Ah, oh, das ist ja schon... Habe ich aber schon ein paar ordentliche Fäuste, ne? Ah, ihr dacht, ihr könnt uns ausrauben, ne? Oh, hier, ja, und da kriegst du noch eine und noch eine. Jetzt teabagge ich dich. Ja, der hat aber schon... Also, das müsst ihr euch mal reinziehen. Der Typ hat so heftige Schwinger. Der hat so einen Bizeps, dass es... Dass es gelbe Streifen in der Luft hinterlässt. Wenn ihr sowas drauf habt, ne? Dann, könnt ihr hier auch mitspielen. Könnt ihr euer eigenes Spiel haben. Ja, es macht dafür, es ist interessant. Es ist auf jeden Fall interessant. Oh, boah, habe ich hier fast einen verpasst. Hier, Respektschelle. Dafür, dass du kein Fleisch auf dem Tisch hast. Ja. Du wirst nicht glauben. Wir sind angegriffen worden. Oh, bist du verletzt? Ach, nein, ich habe die Fäuste aus der Hölle. Nein, nein. Dangerous. Ja, genau, es ist gefährlicher geworden, seit die Sachsen da sind. Hm. Die Städte Kimswert. Und Arum. Ich spreche das so falsch aus. Also alle holländischen Leute oder die sich diese Orte vielleicht sogar kennen, die sollen ja existieren. Es tut mir leid. Okay. Okay, wir müssen aufpassen. Natürlich. Ah, jetzt soll ich die ganzen Ersparnisse mitnehmen. Okay, gut. Dann nehme ich die Ersparnisse mit. Ich habe ein ganz, ganz, ganz übles Gefühl hier. Solche Spiele gehen meistens nie... Quick Attack. Bam! Ich... Weißt du, ein echter Mann, ein echter holländischer Mann, der macht nicht irgendwie... Der holt das nicht da raus. Nein, der tritt und schlägt einfach alles kaputt. Das mache ich persönlich übrigens auch. So, ich auch immer. Deswegen muss ich immer nur ein Sparschwein kaufen. Ich hau immer alles kaputt. Auch morgen, wenn ich mich... Morgens, wenn ich mich anziehe, ich mache den Schrank nicht auf, ich hau ihn kaputt. Genau, ich gehe jetzt los. So mache ich übrigens auch morgens mein Essen. Ich mache den Kühlschrank kaputt statt auf. Ich hau einfach so lange auf mein Brot ein, bis es sich von selber belegt. Man kennt das ja. Genau. Ach, wieder die World. Verwirr den armen Mann nicht. So, der Prolog ist fertig. Ich weiß jetzt, wie ich hier die Schellen aus der Hölle verteile. Und jetzt kann ich zur Crossroad gehen. Mit meinem ganzen Geld und es verhuren. Nein, ich kann natürlich Fleisch und Fisch für meine Familie kaufen. Sie haben Hunger. Oh, warte mal. Das sieht doch so aus, als ob man es zerstören könnte. Ah, guck mal hier. Ich habe nicht nur unsere Ersparnisse, sondern auch die Ersparnisse des Nachbarn. Weil die Leute in Holland anscheinend ihre Ersparnisse liegen lassen. Gut für mich. Schlecht für die Nachbarn. Zack, zack. Und natürlich haben die überall Geld, ne? Das reiche holländische Volk. So. The Crossroads. Na, sind hier wieder irgendwelche Diebe, die auf mich warten? Trouble at the Crossroads. Ja, wer hätte das gedacht? Ich bin nur ein armer Bauer, der deine Kisten kaputt schlägt. Und jetzt nehme ich dieses Geld, was ich dir gerade gestohlen habe, und verkaufe dir damit was. Afternoon, big guy. Hey, wen hast du big genannt?
I would like to trade some vegetables. Genau, gegen Fisch. Ah, ich komme am rechten Platz. Ist der frischeste Fisch. Fischmonger. Aber heute nur mit Kohle. Ey. Ist was gegen mein Gemüse? Okay, aber seit die Sachsen da sind, mussten mehr Steuern bezahlt werden. Okay, verstehe. Ja, die sind leider überall. Das geht hier leider nicht. Soll das take a good portion of my catch a day? Ah, lol, jetzt muss ich. Jetzt muss ich ihm seinen Fisch zurückholen, weil die das getext haben. Gut. Be careful and be well armed. Find the soldiers. Dann werde ich mich mal well armen. Mal gucken. Anything you willing to trade? Coins only. Ich hab doch Coins. Ja, dann gib mir doch mal was. Okay, ja, er will die Spanisch anscheinend nicht mitnehmen. Oder nicht hergeben. Da sind sie. Neue Pischer. Peasant nennst du mich? Weißt du, wie ich mich die Peasant nenne? Ich habe mit euch nichts zu tun. Aha, wir sollen also Maut zahlen. Was, wie hast du mich gerade genannt? Okay. Es wird Zeit, dass ich hier die Schellen aus der Hölle verpasse. Dann werde ich Schellen aus der Hölle verpassen. Bam, links, rechts und zack. Guck mal, gar nicht. Ich finde das super, wie wir zuschlagen und auf der anderen Seite stehen die da und machen nichts. Bam, hier. Zack, wie schmeckt es? Schön die Keule. Ich finde das echt krass. Holländer müssen echt aus dem... Oh, ich regeneriere. Das ist super. Die müssen echt aus krassem Holz sein, wenn sie einfach mal so bewaffnete Leute machen. Oh. Ja, hau die doch auch um. Oh, oh. Was tust du? Wisst ihr genug? Wir haben gesehen, was du getan hast. Ergib dich. Nein. Hau die um. Okay. Okay, ich muss wohl anders kommen. Hau die doch einfach um. Gib mir doch einfach mal eine Schelle. Gut, jetzt muss ich den Fischmongler fragen. Dann fragen wir ihn. Hallo, was hast du für mich? Ja, ein bisschen. Ein bisschen Probleme. Mhm, wir haben mich rausgeschmissen. Ja, ist problematisch. Ertäring a large group of the Sachsen. Ah, jetzt. Jetzt soll ich mich bewaffnen. Okay, never heard of him. Vom Schmied habe ich noch nie gehört. Okay. Figured out the various travels to Kimstras and help shoes. Ja, jetzt muss ich in die nächste Stadt, um den Schmied zu suchen. Well, why not? Where do you say could I find this guy? Just head east. Okay, nach Osten, nach Kimsvert. Ah, super. Jetzt muss ich den komischen Schmied finden, statt ich den einfach mit meinen Fäusten aus der Hölle verpasse. Aber so laufen wir einfach mal, als ob wir 100 Kilo auf der Handelbank drücken. Mit dem Basketball unterm Arm. Ich liebe das. Was gibt's denn zu weinen? Kann dir eine Schelle vielleicht helfen? Ich find's cool, und das solche Spiele vermitteln auch immer so ein bisschen Geschichte, ne? Okay, das ist die Straße. Da wollen wir mal den Blacksmith finden, nach Osten. Wir haben oben zwar keinen Kompass, aber nach oben ist ja immer Norden. Das heißt, nach Osten ist rechts, also laufen wir nach Osten. Haben sie sich aber echt schön viel Mühe gegeben. Das sieht schon cool aus. Wenn man bedenkt, wie verpixelt, ich sag jetzt mal verpixelt, blockhaft Camp from Space war. Dagegen ist das richtig cool gemacht. Also fetten Respekt hier an Triangle. Gute Arbeit, sieht sehr gut aus. Ah, guck mal hier. Her mit der Kohle. Zack, gib dem Mann, was er verdient. Ich weiß jetzt gar nicht, 161 Goldmünzen. Ich glaube, das war zu der damaligen Zeit schon ein ziemlich heftiger Besitz, den ich da habe. Ja, ich könnte die... Ich werde jetzt auch nicht alles holen. Ich werde euch das natürlich jetzt so ein bisschen was zeigen. Wie immer gilt natürlich, wenn euch das Spiel super interessiert, unterstützt Triangle Studios... Oh, komme ich hier nicht rüber? Scheibenkleister. Unterstützt Triangle Studios, nehmt ihr das Spiel, kauft das Spiel, kommt raus.
jetzt, ich glaube, am 13. Ich bin mir jetzt, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, sorry. Aber guckt bei Steam. Bei Steam könnt ihr es jetzt schon euch sichern. Link ist natürlich wieder in der Description. Und ja, wir haben auch den Schmied zugefunden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir hier auch ein Let's Play von machen, wenn euch es wirklich so sehr interessiert. Good day, fellow. You must be good. Ja, das wird wohl so sein, weil der Name unter dem Porträt steht. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich brauche ein bisschen mehr Bums am Arm. Genau. You calling me a troublemaker? Easy, fellow. Eine deutsche Übersetzung wäre definitiv noch cool, weil wenn sie Russisch zum Beispiel haben, warum nicht Deutsch? Aber die Soldaten wollen natürlich stressen, ist klar. Ah, ist nicht weit von der Wahrheit entfernt. Aber ich muss helfen. Ich brauche Fisch, ich habe Kohldampf. Ah, ich könnte ihnen ein Schwert verkaufen, ja, aber wir sind ja nicht, ne? Wir sind ja nicht da. Ah, das ist aber ein ziemlich enttäuschender Schmied. Okay. Was ist es wert? My advice? 100 pieces of gold. Are you kidding me? Masterworks, you think me? You want to learn the soldiers or not? Okay, hier hast du die 100 Gold, du Halsabschneider. Build it up. Ich soll mal. Soll ich jetzt meine Wut kontrollieren oder was? Sounds pretty dumb. Ja, natürlich. Then you give it a try. Stamina bar is filled up. And release the mighty blow. Okay. Stamina bar. Ich finde das so geil, wie alle hier so das wissen, dass die im Spiel sind, außer er. Just give it a shot. Okay, ich werde diese. Gut. Use the attack on the barrel. Okay. Zack. Ah, Special Attack. Oh, sure you can! Geil. Ich kann Street Fighter Moves. That was pretty impressive. Oh ja, das ist eine Menge Kraft. Ja, geil. Wenn ich jetzt den nächsten Hadouken kann, dann bin ich selig. Das war awesome. Dankeschön. So, jetzt kann ich mit meinen 100 Gold... Give them hell. Ja, ich werde ihm auf jeden Fall hell geben. Ah, kann ich hier eigentlich wieder zurück? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, glaube ich einfach nur in mein Verderben. Geil, jetzt kann ich Shoryuken. Wie geil ist das denn? Shoryuken! Ah, es verbraucht meine Bar da oben. Nicht schlimm. Oh, Leute, wir hätten auch links. Oh, oh nein, da oben war noch eine Kiste. Na nee, egal. Tschüss drauf. Ja, wie gesagt, wenn ihr da mehr von sehen wollt, ich find's cool. Es hat ein bisschen was von einer Mischung aus Fable, also nicht von der Grafik, aber so ein bisschen vom Stil her. So, von Fable und Sacred zum Beispiel, ich finde. So, guter Mann. Ja, ich habe ihn gefunden. Ich find das super, wie die da reden für das 16. Jahrhundert, ne? Das ist schon ziemlich. Ziemlich heftig, dass die für so geredet haben, 16. Jahrhundert. So, oh, Schmied. Warte mal, kann ich mir jetzt was kaufen bei dem? Wenn jetzt das Zeichen da ist? Hallo? Ah ja, Coins only. Ja, ich hab doch Coins. So, jetzt geht's aber erstmal ein schönes Shoryuken ins Gesicht. You again. Ja, komm, get it. Shoryuken! Ja. Sing links, rechts, Weihe ins Gesicht. So, jetzt warte ich, bis da Action ist und BAM! Boah, guck mal. Incredible. Ich bin nie so geil gefühlt. Ich würde mich auch mega gut finden, wenn ich drei mit einem. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Kinnhaken ausschalten können. Oh. Erstmal muss ich hier das kaputt machen. Boah, geil, wie. Das. Ich glaub, BAM! Hab ich den Fisch in mein Inventar reingepuncht. So muss man. Der macht das genauso wie ich. Der belegt auch sein Brot mit diesen Schlägen. Haben wir gerade gesehen. So hat er den Fisch geholt. Ah, bist schon wieder zurück. Natürlich. Ich hab mich drum gekümmert. Keep the fish as my gratitude. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Diese Soldaten werden zurückkommen. In größerer Zahl, fürchte ich. Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Ich hab genug Klatsche für alle da. Ich kann sie überall bedienen. Es ist schon mega lustig. Ich sag das zwar häufig, aber das Spiel ist. Das hat irgendwas. Also man kann es schön mit Controller spielen. Wenn ein Controller von euch hat. Kann man, oh, die Kisten. Ah, okay, die respawnen leider nicht. Aber. Also die Kisten ja schon, aber erinnert leider nicht. Na, was steht bei dir? Was steht bei dir? Guckst dir dein Heu an.
Nee, Weizen ist das ja, ne? Oh, oh, oh. Ah, hier war ich noch nicht. Sehr gut. Na? Gib mir Moneten. Ja, guck, wenn ich so darüber nachdenke, sind 100 Gold eigentlich gar nicht so viel. Man kriegt schon ziemlich viel. Ich würde jetzt gerne eigentlich bald mal eine Waffe haben. Ich meine, ich habe schon Fäuste wie Netzmelonen. Aber war das schon immer ein Loch in meinem Haus? Hey, Baby. Hey, hello, my love, Liebling. Ich habe schon einen netten Fisch. Ist der Fisch wirklich nicht schlecht? Ja, was umsonst ist, taugt meistens nicht. Das sagen sich die meisten immer. Ah, ich habe ein paar Soldaten verprügelt und das passt schon so. Bist du verrückt, Pierre? Pierre? Ich hoffe, es ist Pierre oder Pierre. Pierre? Pierre? Ich sag jetzt mal Pierre. Obwohl ich weiß, dass Pierre mit E und so weiter und so fort. Wir lassen es einfach mal. Was glaubst du, was passiert? Ja, das ist das, was ich befürchtet habe. Dass die Rache wollen. Aber ich habe meine Fäuste aus dem der Unterwelt. Und wir lebten glücklich. Genau, Pia, Rind und ihre Children haben alles schön genossen. Den Fisch, das Gemüse, alles ist super gewesen. Bis die Fire Nation, bis die Fire Nation erschienen ist. Und da kommt die Fire Nation auch schon. So. John, der Farmer, kam. Okay, er ist außer Atem gewesen. Was ist los, John? Was hast du? Pia, bist du da? Du musst mir helfen. Ganz ruhig, Mann. Was ist los? Diese Bastards, die raiden mich. Also überfallen mich, okay. Ich helfe dir natürlich, klar. Geh vor. Natürlich gehst du nicht vor. Ich gehe natürlich alleine. Nee, du kommst hinter mir. Okay, da. Das wäre super gewesen, wenn ich jetzt vorgelaufen wäre. Und, ich wäre da geblieben. So, ja, bitte hilf mir, ich... Bleib dann hier bei deiner Frau. Und lass es mir gut gehen. So, Gesindel. Wo seid ihr? Komm her. Ich hau hier mal schöne Chipsdose in die Kluft. Sie haben den Weg blockiert. Ja, haben wir das schon mal gehabt, oder nicht? Oh, ja, komm. Oh, ihr schon wieder. Wie? Oh, die also manchmal. Wen haben wir denn hier? Los, runter von der Farm. Und was ist, wenn wir nicht wollen? Enough! Schreien! Zack, da gibt es Keule. Butz, Butz. Zack, das gibt... Oh, da kommt der alte Mann. Das gibt es, wenn es nicht runtergeht. Das gibt es hier. Ja, ich bin halt der Babo hier im Land. Ja, da kommt noch mehr. Aber ich bin vollgereckt. Da kann ich zwischenzeitlich noch ein paar Kisten kloppen, bevor die kommen. Und schön dein Geld mitnehmen. Ich meine, ich mache das hier nicht umsonst, ne? Zack, links, rechts. Und die schöne Kelle. Eine schöne Kombination jetzt, ne? Und dann tritt sie ihm voll aus dem Bild. Oh, jetzt habe ich aber, jetzt kriege ich aber ganz schön... Muss ich mal auch ein bisschen aufpassen. Reg ich von selber? Ja, ich rege von selber. Sehr gut. Zack, als ob ihr es alleine mit mir aufnehmen könnt. Aber der hat ein Schwert, ich will auch ein Schwert. Ich denke mal, dass ich dann noch wesentlich heftigere Kellen verpassen kann. Was auch interessant wäre, wäre eventuell wie bei Diablo ein bisschen Schaden. Also man sieht, wie viel Schaden man macht. Jetzt habe ich leider keine, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie man... Ah, hier kann man die Minimap aufrufen, okay. Ja. Ja, habe ich doch die Farm jetzt im Grunde genommen befreit, oder nicht? Hallo? Ist hier noch jemand? Noch jemand, der prügeln will? Nein? Da muss doch noch irgendwas sein. Dann würde er doch schon sagen so, oh, danke, Pierre. Du bist hier der Stärkste im Knast. Ich finde den Typen cool. Ich finde ihn super. Ich kann mich super mit dem identifizieren. Und, generell, der Schmied steht da noch. So, schauen wir mal hier. Hier sind doch bestimmt... Das Lager ist nicht da. Was muss ich denn jetzt noch machen? Free the farm by defending the soldiers. Habe ich doch gemacht. Was ist denn hier los? Wo gibt es denn hier noch mehr? Hier gibt es nicht mehr.
Hier wollen sie nicht noch mehr Kloppe. Hallo, kommt mal ins Bild. Kommt ran. Ich will doch nur ein bisschen kuscheln. Da haben sie also, wie gesagt, Chapeau, Triangles, cooles Spiel. Warte mal hier. Auch nicht. Kann ich dem hier irgendwie helfen? Ah ja, okay. Ach, jetzt haben wir mit allen aufgeräumt. Natürlich, nachdem wir dreimal rumgelaufen sind. Free the farm, was? Have we dealt with all the soldiers? Ja. Ich meine. Haben wir schon einen Bug entdeckt? Ah nee, ach, hier sind noch welche. Ach. Ach komm, ey, das muss man ja einmal auch sagen. Ey, verstecken sich. Stecken sich hier, komm, lass den alten Mann in Ruhe. Jetzt haben wir mit allen gedealt. Oh nein, sie kommen aus dem Westen. Ja, komm, geh beiseite. Ich kümmere mich um die. Bleib ruhig hier. Bam! Feuer macht mir nix. Alter, ist das geil. Ich hoffe, dass man später noch irgendwie andere Attacken lernt. Oh nein, sie haben eine Frau. Also holen sie zurück. Okay, ist zu spät. Ich glaube, sie kam von der Straße aus Arum. Okay, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Die holen wir wieder. Komm, die holen wir noch wieder eben. Könnt ihr heute Abend noch ein bisschen Knickknack machen in eurem Alter? Läuft bei euch. Jon Snow, der weiß leider nichts. Aber dieser Jon, der weiß wenigstens, wo seine Frau ist. Was zum Teufel wollt ihr hier? Zu den Waffeln! Bam, bam, aber Waffen helfen euch nichts, weil ich bin der Bauer mit dem Hauer. Ich hoffe, was cool wäre... Ach komm, hau doch ein paar Luftlöcher. Was cool wäre ist, wenn es nachher noch irgendwie so eine Art Skillsystem gäbe. Ich laufe jetzt mal so ein bisschen im Kreis, lass den mal, dass ich ein bisschen recken kann. Stör mich, lass dich nicht stören. Ich bin nur hier am Rumrecken. Oh, der scheint voll... Ey, du! Please don't kill me. Mit deinen Fäusten aus Stahl. Wo habt ihr die Frau? Sprich, Feigling. Okay, zu der Farm über der Brücke. Signal the guards is clear. They will lower the bridge. Okay. Lauf bloß weg, du. Na gut, also anscheinend ist die weggebracht worden. We need to be careful. We get caught by these guards. They will kill my wife for sure. Sneaky, sneaky jetzt? Oh, jetzt ist er sneaky. Ah, oh, jetzt ist er auch noch eine Stealth. Oh, das ist ja geil. Du hast ja auch noch eine Stealth. Psch, ey, das ist ja... Das finde ich cool. Das finde ich cool, dass du halt nicht nur hau drauf und Schluss, sondern dass du auch wirklich mal so ein bisschen... Kann ich den eigentlich von hinten geben? Ach, Game Over. Okay, nee, du kannst ihn also nicht geben. Man muss wirklich... Komm, die... Oh, oh, oh. Die will ich jetzt noch befreien, die gute Frau. Komm. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der... Da ist ja eigentlich... So, egal, wie dunkel es eigentlich ist, ne? Oh, 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 oh. Ich bin so sneaky. Ich bin so sneaky. Ich bin 2 Meter groß, 3 Meter breit. Aber ich bin so sneaky und ich öffne mal einfach eine Truhe. Schnell! Wow, schnell! Oh, 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 oh. Ja, Frau. Hauptsache, du kannst nicht einfach über den Fluss springen. Wer bist du? Psst, ruhig, ich hol dich hier raus. Schein nicht so! Ah, ja, ist ja gut. Ich hol dich hier raus. Komm. Oh, oh. Hadouken! Oh, shit. Oh, Gott, ich muss mal hier so ein bisschen rumlaufen. Oh, da sind die Frames ein bisschen in den Keller gegangen, aber das macht gar nichts. Bam! Oh, nicht, dass ich das jetzt hier ver... Oh, okay. So sieht es also aus, wenn man dann so ein bisschen HP verloren hat. Ich laufe mal so ein bisschen im Kreis, bis ich ein bisschen regeneriert habe. So, wenn ich jetzt wieder bereit bin, laufe ich hier so im Kreis und gebe die Schelle! Ja, ich bin halt der Ficker, ne?
Aber du bist viel zu hässlich, meine Frau ist viel schöner als du. Okay, du sollst trotzdem ruhig sein. Jetzt ist es meine Schuld? Der Typ ist so cool. Ich mag den. Ich finde den mega geil. Okay, wir laufen. Aber ich würde sagen, wir beenden das, den First Look hier. Also ich muss sagen, es gefällt mir. Ach, der Typ, ich kann mich einfach so mit dem identifizieren, der mit der Keule und war und lustig. Ich find's super, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr mehr von der holländischen Geschichte sehen wollt, sagt mir Bescheid, ich spiele es gerne weiter, wirklich. Unterstützt Triangle Studios, danke nochmal. Link findet ihr unten zum Spiel im Steam und zu der Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge und in dem Sinne, habe die Ehre. Friss das Licht, aua. Gemacht. Okay, dann haben wir halt keine Krankenbetten, ja, dann...